Daten von Kunden und Fahrern übergesteht Datendiebstahl ein Stand, 22.11.2017, 0.20 Uhr Seitenanfang. Der Vorfall liegt bereits gut ein Jahr zurück, doch erst jetzt hat der US-Fahrdienstleister Uber eingeräumt, dass Daten von 57 Millionen Nutzern und von Uber-Fahrern gestohlen wurden. Es geht um E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Dem US-Fahrdienstleister Uber sind bereits vor gut einem Jahr Daten von rund 50 Millionen Fahrgästen gestohlen worden. Der Fahrdienstvermittler informierte die Öffentlichkeit aber erst jetzt über den Vorfall. Es gehe um Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Nutzern rund um die Welt, erklärte Uber dem Finanzdienst Bloomberg. Außerdem hätten sich die Angreifer Zugriff auf Daten von etwa 7 Millionen Uber-Fahrern verschafft. Es seien aber keine Kreditkartendaten oder Informationen zu Fahrten gestohlen worden, betonte die Firma. Uber räumte nun ein, dass über die Attacke weder Behörden noch Betroffene informiert worden seien. Stattdessen seien den Hackern 100.000 Dollar, rund 85.000 Euro, bezahlt worden, damit sie die gestohlenen Daten vernichten. Uber gehe davon aus, dass die Informationen nicht verwendet worden seien, hieß es. Die Hacker seien durch eine schlecht geschützte Datenbank an die Daten gekommen. Uber-Sicherheitschef Joe Sullivan wurde diese Woche entlassen, wie Uber weiter mitteilte. Der neue Uber-Chef Khosrow Shahi gestand den Datenklau ein. Nichts davon hätte passieren dürfen und ich werde das nicht rechtfertigen, sagte der erst vor einigen Monaten eingesetzte Unternehmenschef Dara Khosrow Shahi. Ubers Image war bereits vor Bekanntwerden des Datendiebstahls beschädigt. Unternehmenschef Travis Kalanick trat im Juni nach Berichten über Sexismus und unfaire Arbeitsbedingungen sowie unter dem Druck einflussreicher Investoren zurück. Ende August ernannte der Verwaltungsrat Khosrow Shahi, damals Leiter des Online-Reisebüros Expedia, zum Nachfolger. Über dieses Thema berichtete die Tagesschau am 22. November 2017 um 4.58 Uhr. Mehr zu diesem Thema, Uber, Sexismus und Schikane soll ein Ende haben, 8.11.2017 Fahrtenvermittler Uber fährt Milliardenverlust ein, 15.04.2017 Weltatlas USA ihre Meinung, meta.tagesschau.de bisher keine Kommentare zur Meldung. Kommentierung der Meldung beendet. Alle Kommentare zur Meldung anzeigen. Schlagwörter der Meldung, Uber-Hacker-Angriff Datenklau Geo-Schlagwörter der Meldung, San Francisco USA Nordamerika.